Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elderborn. Jo, ein bisschen Science-Fiction-mäßig, so urplötzlich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht, wenn ich ehrlich bin. Okay, darunter will ich nicht unbedingt springen. Ist das jetzt nochmal eine neue Gegend oder was? Ich frag mich echt, was jetzt noch kommt. Ich meine, wir haben ja jetzt die beiden Dark Souls-Bosse besiegt. Ho, 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 ho. Wir rennen jetzt einfach mal im Kreis, aber... Ah, ne, da hinten. Da hinten geht's entlang. Okay, dann nehmen wir die Abkürzung hier runter. Bäm. Aua, okay, das war ein bisschen dämlich. Den seltsamen Gegenstand berühren. Der Mund des Dämons. Die wird schwindelig. Abwärts entführt werden. Wir sind in der Wüste. Oh, hi. Oh, hi. Ein paar Gegner, hä? Bam. Hi. Wir sollten uns vielleicht healen. Wir sind tot. Oh, das. Ach, das war mit... Wir hätten sterben sollen, oder wie? Keine Gnade zeigen. Oh nein, das geht jetzt so lange, bis wir das geschafft haben, glaube ich. Ich dachte, wir können vielleicht... Hallo? Hier? Ah, das war so dumm. Ich bin auf einer Insel, der Kleine. Was haben wir hier? Okay, nochmal. Ich glaube, das geht jetzt eine Weile. Wir nehmen das da. Okay, die machen wir fertig. Machen wir fertig. Einfach durchmetzeln. Hielen. Ciao. Lief doch bis jetzt ganz gut. Okay, okay. Okay, sehr gut. Easy game, würde ich sagen, hä? First time win, easy game. Keine Gnade zeigen. So. So. Sag nicht, das war's schon. War aber ein kurzes Vergnügen, ey. Oh, okay, doch nicht. Aua, aua, aua. Vielen. Ciao. Aua. Okay, healen. Waffenfortschritt, das passt gerade super. Bisschen mehr Damage können wir gut gebrauchen. Was, hä? Was, hä?
game, hä? Nice zu. Aua. Wo ist das Portal? Ah, da, okay. Man sieht den Lichtstrahl im Himmel. Okay, ich glaube, das ist nicht die letzte Ebene gewesen. War mir schon klar. Oh, nicht diese scheiß Skorpione. Machen brutal den Schaden. Okay. Bis jetzt geht. Wäre auch viel zu schön, wenn es das schon gewesen wäre. Aber wir haben gut hier noch über. Ich glaube, wir hier uns sogar, weil wir einfach die Masse gerade haben. Oh nein, nicht wieder. Nicht diese Kack-Berserker. Aua! Ja, natürlich bist du schneller als ich. Ah, wie fühlt sich das an? Bam, easy game. Weiter geht's. Das sieht nach Bossfight aus. Aua. So. Wir heilen uns mal kurz, einfach nur, weil wir es können. Oh, nicht schon wieder so ein Sack, bitte. Ja, natürlich. Okay, so geht es eigentlich relativ gut. Ich bin echt gut gerade, ey. Holy shit. Nach einer kleinen Eingewöhnungszeit, let's go. Schlagen, ausweichen, schlagen, ausweichen. Oh nein, bitte nicht so ein Bastard oder so ein Scheiß. Genau, die meine ich. Auf so ein Scheiß habe ich keinen Bock. Die müssen zuerst tot sein. Okay, wir müssen ganz schnell darüber. Nehmen wir ihn hier so lang. Mach dich fertig. Oh nein, das war so bad. Oh, das war so bad, ey. Wir können halt nicht mal leveln. Guck mal, wie viele Viecher ich schon getötet habe. Und wir kriegen kein Level dafür. Das ist schon heftig. Stirb? Danke. Okay, das ist nicht so geil. Nee, die Runde wird nichts. Das wird nichts. Das wird safe nichts.
Heal vielleicht nochmal. Next zu dem Sack. Heal. Easy game. Oh Gott, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch so schaffen. Das sah am Anfang so kacke aus und jetzt, oh Gott sei Dank, ey. Hilfe. Ja, perfektes Blocken. Ich glaube, ich jump lieber darüber. Warum nehme ich die Kackwaffe eigentlich dafür? Ja. Oh nein, muss das jetzt sein? Danke. Was? Das sagt, ich werde sterben. Ja. Keine Gnade, wir wissen es. Ohne Witz, ich glaube, ich nehme den da. Damit komme ich besser dran. Boah, das war richtig nice von mir, ey. Oh, ich wusste gar nicht, dass man die blocken kann. Komm, next. Wo ist der nächste? Ciao. Oh nein, nicht so, bitte. Da, Spiel, bitte. Spielen. Goldener Speer. Das ist sehr nice. War wohl nichts. Wir warten. Genau. Oh! Ja, bitte lass mich hier raus, ey. Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen, ey. Mal sehen, was jetzt noch so kommt. Oh, guck mal, eine neue Waffe. Ein Laserschwert oder was? Energiekeule. Alter, ist die OP. Muss man Lebensbalken eigentlich hin? Ich glaube nicht, dass das
Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Alter, die Energiekeule ist so OP. Vielen lieber mal. Ich weiß ja nicht, wie viel AP wir gerade noch haben. Ah, also die Energiekeule, gell? Blocken leider. Alter, rass ich aus? Komplett overeskaliert. One-hit ich den auch? Nicht ganz. Cool. Bitte nicht. Untersuchen. Hilfe. Hilfe. Hilfe! Oh, da ist was. Hey, ich will die Waffe wieder. Ich glaube, wir sind einfach auf Drogen. Ohne Witz. Wir sitzen bestimmt in irgendeinem Zimmer, so in unserer jetzigen Zeit, und haben uns voll... I am faced with Fenoch, the last celestial. Our souls are now one. His memories become mine. His kind. They came here with the falling sky. Most of their brethren died that day. Humans came and made the outer shell of their vessel into their city. Technology that nourished and kept the Celestials alive in their long travels within the stars was now spilling from the damaged ship, making humans immortal. At first, there was peace. The Celestials walked among the people of Yurmum, revered as gods. Until the High Priests slaughtered and consumed the last of the star beings. Only Fenoch remained locked away in their chamber, dreaming, waiting, calling. Now, I know. I've answered a call. I'm no giant compared to the first hybrid Celestials placed among men. Passing generations diluted the celestial blood, but the power in me, what I can do, there can be no mistake. I am the Star Child, warrior of destiny. I am the Elderborn. The last celestial is a prisoner no more. After centuries, Fenoch, the Traveler, will resume their journey. Aleph is finally charging, drawing power from the Three Towers. A timeless war is being waged across the galaxy. My brethren need my aid. It's time I joined them. The stars are calling. Okay. Wir haben's durchgespielt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas
perplex, dass es so, bam, wir sind fertig, bam. So ohne Bossfight oder gar nichts, einfach so. Ich sage, jetzt geht's ab. Du hast gewonnen, du kannst Erdeboard im neuen Spiel Plus freigeschaltet. Um ihn zu beginnen, lade einfach deinen letzten Spielstand. Okay, war ein nettes Spiel für so zwischendurch. Ich meine, 5 Stunden haben wir jetzt, glaube ich, drauf. Also, ist okay. Spielprinzip finde ich gut. Das ganze Waffensystem war dann doch relativ viele Waffen. Fand ich eigentlich auch ganz cool. So im Großen und Ganzen okay. Also Preis-Leistung komplett empfehlenswert. Ich kann nichts Negatives sagen. War eine kurze Spielerfahrung. War so ein kleiner, ja, Mischung aus Dark Souls und Doom hat schon hingehauen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Gemetzel. Die Bossfights waren dann ja doch dann, ja, es war sehr viel Weggerenne, nicht so viel Skill-Moment, aber war okay. Das mit dem Parieren war gut gemacht. Wenn du das ein bisschen drauf hast, dann geht es. Aber sonst, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. War halt einfach mal ein Indie-Titel zum Anspielen. Falls es euch gefallen hat, ihr könnt ja gerne mal durchspielen. Es gab noch ein paar Erfolge, die ich selber nicht gemacht habe. Könnt ihr natürlich dann gerne perfektionieren oder vieles besser machen, wo ich da gefällt bin. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, euch eine wunderbare Zeit.